Scheiße. Übernimmt hier erst einmal die Führung und auch dort gibt es den Angriff. Die Rentiere gehen vorbei. Sie haben sich das eben abgeguckt bei den Wolde Forster Füchsen. Auch sie haben sie erst einmal ziehen lassen und dann ging es ran ans Heck und dann haben sie die Führung übernommen. Jetzt wird es wirklich eng werden für Anja Schäpel, um hier noch einmal ranzukommen. Da dreht sie sich noch einmal am Kurvenausgang mit ihrem Fahrzeug und damit ist das Ding gelaufen. Fünfter Platz wird es am Ende werden für Anja Schäpel. Und der vierte Platz geht an Antonio Ammerbacher von den Rentieren Staffelhagen. So scheint es anderthalb Runden noch. Die Strecke ist weich, die Trabanten sind schwer zu kontrollieren. Auf den ersten Metern war sie vorne mit ihrem Ersatzfahrzeug, die Anja Schnepel. Und dann sind die Rentiere vorbeigegangen aus Staffelhagen. Entscheidung in der Trabantenklasse der Originalmotoren. In der 80 PS-Klasse will ich Jan Grossmann von der PS-Schmiede Wiking bereit machen. Auch er wird ein Ersatzfahrzeug mitbringen gegen Benjamin Falk von den Blue Tanks. Entscheidung ist gefallen. Anja Schnepel zieht noch einmal eine große Runde mit ihrem Fahrzeug und die letzte Runde für die Rentiere Staffelhagen. Oh, gibt es dann vielleicht noch mal eine neue Taktik? Der Wagen der Kajos nur noch ganz langsam unterwegs. Und die Rentiere Staffelhagen, wenn sie jetzt überrundet, wird. Nein, sie sind clever. Sie bleiben einfach dahinter. Sie ziehen gar nicht vorbei. Anja Schnepel winkt, fahr vorbei. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was da passiert. Die Rentiere tasten sich heran an das Fahrzeug von den Kajos und setzen zum Überrunden an, ziehen vorbei und die Rentiere Staffelhagen holen sich den Sieg hier und damit den vierten Platz. Der fünfte Platz geht an Anja Schnepel. Sie hat alles probiert. Jetzt fährt sie nochmal hinten auf, aber das Rennen ist gelaufen. Rentiere Staffelhagen sind durch und bei Anja Schnepel ist das scheinbar noch gar nicht angekommen, dass das Rennen jetzt vorbei ist. Das heißt, die Frau, es ist Wahnsinn. Es kann echt nicht angehen. Die lässt nicht locker. Die lässt einfach nicht locker. Es darf nicht wahr sein. Doch, ich habe es gesagt. Es ist einfach so. Es ist Wahnsinn. Also, es ist kaum zu beschreiben. Sie lässt nicht locker. Die Rentiere Staffelhagen kriegen nochmal die weißkarierte Flagge. Und ja, jetzt kann er rausfahren. Er hat auf jeden Fall den vierten Platz drin. Und Anja Schnepel bekommt 10 den Applaus für den fünften Platz hier in diesem Lauf. Es geht weiter mit der 80 PS-Klasse. Und wir freuen uns auf Jan Grossmann von der PS-Schmiede Wiking mit einem Ersatzfahrzeug gegen Benjamin Falk von den Blue Tanks.